Genau. Wir hatten auf der A66 einen Verkehrsunfall zwischen zwei beteiligten Pkw. Ein Pkw ist dem anderen Pkw hinten aufgefahren. Wir hatten insgesamt 5 Verletzte, davon ein Patient schwer verletzt, ein mittelschwer Verletzter und 3 leicht verletzte Patienten. Unter den Verletzten waren auch 2 Kinder. Ja, mit Rettungsdienst und mit der Feuerwehr waren wir mit großer Anzahl vor Ort, da sich am Anfang ein Fahrzeug mit einer komplett besetzten Familie vorgefunden hatte. Dafür wurden Rettungsmittel nachgefordert. Insgesamt wurden 6 RTW nachgefordert, ein NRF, die Einsatzleitung Rettungsdienst sowie die Feuerwehr. Die Feuerwehr unterstützte den Rettungsdienst bei der Befreiung der Personen sowie bei der Absicherung der Einsatzstelle gegen weitere Fahrzeuge. Außerdem nutzten wir das Führungsmittel der Feuerwehr für die Einsatzleitung Rettungsdienst. Es war am Anfang nicht ganz offensichtlich, ob die Person in dem Fahrzeug eingeklemmt ist oder nur eingeschlossen oder wie die technische Rettung ablaufen könnte. Wir haben das Basis-LF der Feuerwehr dafür eingesetzt und konnten die Person durch Öffnen der Tür und mit einem kräftigen Ruck befreien. Hydraulisches Rettungsgerät war nicht erforderlich. Also die beiden PKWs sind total schaden.